Eigentlich hat er schon alles geschafft, was ein zeitgenössischer Maler erreichen will. Und das bereits mit 36. Matthias Weischer kann gut von seiner Kunst leben. Seine Bilder werden von Sammlern auf der ganzen Welt gekauft. Für sechsstellige Beträge. Jetzt zeigt er in der Kunsthalle Mainz eine umfangreiche Werkschau. Bilder aus den letzten 7 Jahren. Für ihn eine besondere Ausstellung, erzählt er. Denn Weischer will zeigen, dass er sich weiterentwickelt hat. Dass er mehr kann als nur das, was der Markt von ihm will. Gemalte leere Räume, sein Markenzeichen. Bevölkert, wenn überhaupt, von surrealen, collagenhaften Figuren. Die Räume sind ja angefüllt mit irgendwelchen Gegenständen. Und das sind meistens auch Dinge, die jeder irgendwie kennt und mit denen man wiederum was verbindet. Und dadurch entsteht halt irgendwie so eine Rückkopplung. Seine Innenräume haben ihn berühmt gemacht. Seine Interieurs sind düster. Doch in ihnen findet man ein Gefühl. Erinnerungen an Vergangenes schimmern durch sie hindurch. Viele amerikanische Sammler sind deshalb fasziniert von seinen Bildern. 2 Jahre nach seinem Diplom an der Leipziger Schule ging der Boom am Markt los. Alle wollten plötzlich einen Weischer. Mit Kommilitonen gründete er eine Produzentengalerie. Eine Gruppe junger Maler, die unter dem Label Neue Leipziger Schule berühmt wurde. Dieses Label Leipziger Schule ist halt irgendwie da und ich akzeptiere das. Also ich arbeite nicht dagegen und auch nicht dafür, das ist einfach da. Und, aber ich bin mir schon sicher, dass natürlich irgendwie Umfelder und auch die Umwelt direkt irgendwie einen Einfluss auf meine Arbeit hat, immer. Matthias Weischer will in Leipzig bleiben. Hier hat er sein Atelier. Für das Studium an der Schule ist der gebürtige Westfale in die ostdeutsche Stadt gekommen. Sein Atelier ist sein Lebensraum. Täglich ist er hier. Doch 2007 musste er raus. Er bewarb sich für ein Stipendium an der Villa Massimo in Rom, suchte neuen Input für seine Kunst. Seine Räume waren ihm zu eng geworden. Willst du noch einen Blick von uns? Ja. Vor Rom habe er sich leer gefühlt, erzählt er. Und die aktuelle Ausstellung in der Mainzer Kunsthalle sei auch für ihn ein Wagnis. In Mainz kann man jetzt einen ganz neuen Weischer entdecken. Zeichnungen aus Rom zeigt er, das, was ihn in Italien inspiriert hat. Zum Stipendium habe er nur leichtes Gepäck mitgenommen. Ein Zeichenblock habe ihm ausgereicht. Weischer setzte sich raus in die freie Natur und zeichnete den Garten. Immer wieder den Garten. Nach seiner Rückkehr nach Leipzig malte er aus der Erinnerung. Und plötzlich füllen sich die Leinwände mit Farben. Statt Enge und Dunkelheit, Wege und Licht. Diesen Weischer hat so keiner erwartet. Es ist eine neue Freiheit und ich meine, es macht viel mehr auf als eben nur den Garten und die Landschaft. Und es ist, vielleicht kommt das Porträt und irgendwas noch dazu. Oder es ist irgendwie, also ich habe irgendwie ein unglaubliches Feld vor mir auf einmal, obwohl ich einfach irgendwie eigentlich auch nur zu einer alten Arbeitsweise zurückgekehrt bin. Aber irgendwie ist es für mich so ein Stück Befreiung und ich mal gucken, wo es hinführt. Es ist dann relativ egal, wie erfolgreich es ist oder nicht. Also weil ich jetzt irgendwie schon denke, okay, du bist jetzt wieder auf dem richtigen Weg, so, du bist irgendwie wieder zurück auf der Spur. Vernissage in Mainz. Die Feuerprobe. Ein paar Tage vorher war Weischer noch auf einer Kunstmesse in New York und hat dem amerikanischen Publikum seinen neuen Stil gezeigt. 10 neue Leinwände gingen auf der Messe direkt weg. Die gehen einfach mit, ja, und das habe ich gefreut. Also, dass da nicht irgendwie den alten oder den früheren Arbeiten nachgeweint wird, sondern dass jetzt irgendwie ein neuer Schritt da ist und dass da eigentlich ausnahmslos alle irgendwie mitgehen. Und das finde ich halt, für mich ist das sind eben die gute Nachricht. So. New York und Mainz hat er schon überzeugt. Danach wird seine Ausstellung nach Essen weiter wandern.